Tag auch. Ich begrüße euch zu einem neuen Bahnhofsporträt. Wir sind mal wieder auf der Strecke Hamburg-Bremen zu Gast und befassen uns mit Buchholz in der Nordheide. Diese rund 40.000 Einwohner zählende Stadt wäre ohne die Eisenbahn vermutlich auf ewig ein Dorf von vielen geblieben. Und um ein Haar hätte nicht etwa Buchholz, sondern das knapp 6 Kilometer entfernte Jesteburg Karriere als Verkehrsknoten gemacht. Doch der Reihe nach. Die ersten Schienenstränge erreichten die Nordheide und somit das damals 400 Seelen zählende Buchholz im Juni 1874 in Form der heute als Rollbahn bekannten Strecke Hamburg-Bremen-Kohlenpott, erbaut von der Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft CME. Zum Ende desselben Jahres folgte die Strecke Wittenberge-Dannenberg-Lüneburg-Buchholz, deren Bauherren die Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft BHE Großes vorhatte. Ihr spukte eine Direktverbindung Berlin-Geestemünde im Hinterkopf herum, woraus nichts wurde, da die weiter südlich über Stendal und Uelzen verlaufende Amerika-Linie die entsprechenden Verkehre abgriff. Nichtsdestotrotz avancierte das kleine süße Buchholz binnen 6 Monaten zu einem Eisenbahnknoten. Wie angedeutet, hing diese Karriere am seidenen Faden, denn ursprüngliche Planungen sahen eine Führung der Rollbahn von Rothenburg über Findel und durch das Sävetal nach Meckelfeld vor, hier blau dargestellt. In diesem Fall wäre Jesteburg zum Anschlussbahnhof geworden. Erst Anfang 1872 fiel die Entscheidung zugunsten der topografisch anspruchsvolleren Buchholzer Variante, deren Trassierung durch die Ausläufer der Harburger Berge relativ starke Neigungen bedingte. 1901 eröffnete die Königlich Preußische Staatseisenbahn die Heidebahn Buchholz-Soltau. Ein Jahr später entstand tatsächlich noch die 30 Jahre zuvor angestrebte Verlängerung der Wittenberger Strecke in Form der Linie von Buchholz nach Hesedorf bei Bremervörde, von wo aus seit 1899 eine Verbindung nach Geestemünde bestand. Diese war entgegen der Ursprungsplanung lediglich als Nebenbahn klassifiziert und zog keine Durchgangsverkehre in die Nordheide. 1902 hatte der Eisenbahnstern Buchholz seine maximale Strahlkraft erreicht. Da sich CME und BHE am Berührungspunkt ihrer Strecken je einen eigenen Bahnhofsteil mit separaten Empfangsgebäuden gegönnt hatten, blieben die Buchholzer Gleisanlagen auch nach der bis 1884 vollzogenen Verstaatlichung der beiden Gesellschaften in Nord- und Südseite getrennt. Dieser keilförmige Grundriss wurde 1904 mit Errichtung eines neuen Bahnhofsgebäudes im Winkel der Strecken zementiert und trotz diverser Umbauten bis in die Gegenwart erhalten. Auf der Nordseite liegen die Gleise von und nach Hamburg, die Südseite wird bzw. wurde von den Lüneburger, Soltauer und Bremer Förderzügen genutzt. Schnell entwickelte sich die Rollbahn zu einer der wichtigsten Strecken in deutschen Landen. Entsprechende Ausmaße nahm der Buchholzer Bahnhof an, auf dem nicht nur reger Umsteigeverkehr herrschte, sondern auch überregionale Güterzüge behandelt wurden. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs erfolgte die Erweiterung der Anlagen um den 12-gleisigen Vorbahnhof auf der Westseite. Über den Betrieb wachten, je nach Quelle, 7 bis 9 mechanische Stellwerke. Unmittelbar vor der Inbetriebnahme des bis heute in Lohn und Brot stehenden Spurplanstellwerks BHF 1971 existierten BNO und BNW auf der Nordseite, BSO und BSW auf der Südseite, BLZ als Sitz des Fahrdienstleiters mittendrin, BUZ und BLW im Vor- sowie RT1 im Güterbahnhof. Weitere positive Meilensteine in der Buchholzer Eisenbahngeschichte waren die Aufnahme des elektrischen Betriebs auf der Rollbahn 1968, der zweigleisige Ausbau und die Elektrifizierung Buchholz-Jesteburg zwecks Anbindung des neuen Rangierbahnhofs Maschen 1975 und die Inbetriebnahme des dritten Gleises in Richtung Bremen 1983. Allerdings musste der Bahnhof auch federn lassen. Die zuletzt eröffnete Bremer Förderstrecke verschwand als erste.
Sie verlor ihren Gesamtverkehr zwischen Buchholz und Hollenstedt bereits 1968, weil die Brücke über die Rollbahn bei deren Elektrifizierung hätte erneuert werden müssen. Immerhin hat sie als Straßenname überlebt. 1981 endete der Personenverkehr nach Lüneburg. Bis 1994 verirrte sich bedarfsweise ein Güterzug nach Marxen. Seit jenem Jahr ist die komplette Strecke zwischen Jeste und Lüneburg stillgelegt. Auch über der Heidebahn hingen jahrzehntelang düstere Wolken, die sich zur Jahrtausendwende endgültig verzogen haben. Aus der mit Tempo 80 befahrbaren Nebenbahn wurde eine für 120 km/h zugelassene Hauptbahn, die seit 2011 im Stundentakt von Eriks, dem Heidesprinter, bedient wird. Der örtliche Schienengüterverkehr in Buchholz ist seit 2007 Geschichte. Zwar stampfte die Stadt in den letzten Jahrzehnten riesige Gewerbegebiete aus dem Boden, allerdings fernab jeglicher Gleise. Dafür mit umso besserer Anbindung an die Autobahn 1. Springen wir in die Gegenwart und gucken uns genauer an, wie es heute in Buchholz zugeht. Auf der Strecke Hamburg-Bremen bestreitet die Metronom-Eisenbahngesellschaft den Regionalverkehr in Form des RE4 und der RB41, die jeweils im Stundentakt unterwegs sind, der zur Hauptverkehrszeit zwischen Hamburg und Torstedt verdichtet ist. 2003 übernahm Metros Nomos zunächst die Regionalexpresse von DB Regio, 2007 auch die Regionalbahnen. Der Fernverkehr fährt stündlich von Hamburg ins Rheinland, ergänzt um einige Verstärkerleistungen. Auf dem geraden Weg nach Harburg via Klecken und Hittfeld rollen täglich rund 160 Züge. Der mit etwa 100 Fahrten vertretene Güterverkehr nutzt fast ausschließlich die Maschnerstrecke über Jesteburg, selbst wenn keine Behandlung im Rangierbahnhof erfolgt. Rechnet man auch die als RB38 bekannten Erikse der Heidebahn hinzu, lassen sich in Buchholz binnen 24 Stunden rund 300 Züge beobachten. Außerdem werden bei Bauarbeiten und Betriebsstörungen auf der Strecke Hamburg-Uelzen-Hannover Fern- und Güterverkehr in großem Stil über Buchholz-Rotenburg-Verden umgeleitet. Zur Infrastruktur. Nördlich des Empfangsgebäudes liegen vier Gleise. 1, 3 und 6 verfügen über Bahnsteige. Zu Gleis 7 äußere ich mich später. Die etwas willkürlich wirkende Nummerierung ist auf mehrere in die Zählung einbezogene Abstell- und Verbindungsgleise außerhalb des Bahnsteigbereichs zurückzuführen. Vor diversen Rückbauoptionen existierten weitere Überholungen, unter anderem das Bahnsteiggleis 10. Als ich Buchholz Anfang der 90er Jahre kennenlernte, waren sie nur noch auf der Westseite angebunden und wurden zur Abstellung ausgemusterter Güterwagen genutzt. Hier übrigens mein erstes Buchholzfoto. Es zeigt einen Nahverkehrszug nach Harburg in Gleis 3. Auf der Südseite finden wir die durchgehenden Hauptgleise 26 und 27 sowie die Überholungsgleise 11, 28 und 29. Lediglich Gleis 11 besitzt einen Bahnsteig, der im Regelbetrieb für die Heidebahn reserviert ist. Kann die direkte Verbindung nach Harburg nicht genutzt werden, halten auch die Metronome auf Gleis 11. Als die Strecke Buchholz-Harburg 2004 für eine grundlegende Sanierung 8 Monate lang gesperrt war, nahmen alle Züge den Weg über Maschen. Zu diesem Zweck wurde am Gleis 29 ein provisorischer Holzbahnsteig gezimmert. Zwischen Buchholz und Harburg findet übrigens das Verfahren Umleiten unter erleichterten Bedingungen Anwendung. In den Fahrplanunterlagen der hier verkehrenden Züge sind sowohl der Regel- als auch der Alternativweg eingearbeitet. Zum Streckenwechsel ist keine Erstellung eines neuen Fahrplans durch die Betriebszentrale erforderlich. Triebfahrzeugführer werden über Zugfunk oder Richtungsanzeiger informiert. Die heutige Gestaltung der Nordseite ist das Ergebnis des Bahnhofsumbaus im Ersten Weltkrieg. In diesem Zusammenhang erhielt Buchholz einen Fußgängertunnel, der den Haus- mit den beiden Inselbahnsteigen an Gleis 3 und 6 bzw. 7 und 10 verband. Auf der Südseite existierte ein weiterer an diese Unterführung angeschlossener Bahnsteig, der beim Ausbau der Jesteburger Strecke verschwand. Besagter Tunnel bildete jahrzehntelang den einzigen legalen Zugang zu den Bahnsteigen.
Erst 1983 entstand an deren Westseite mit der Tigerbrücke eine Alternative. Zuvor konnten die Buchholzer ihren Bahnhof sowohl von der Nord- als auch der Südstadt nur mit teils beträchtlichem Umweg durch die Bahnhofstraße erreichen. 2006 kam die Wohlau-Brücke am östlichen Bahnsteigende hinzu, über die auch ein neues Park-and-Ride-Haus erschlossen wird. Im Gegensatz zum Tigerkäfig soll sie eine barrierefreie Zuwegung ermöglichen, wozu es hilfreich wäre, wenn die Aufzüge gelegentlich funktionieren würden. Der Tunnel wurde 2005 stillgelegt und versiegelt. Er ist also eigentlich noch da und wird sich eines schönen Tages als Gleisabsenkung bemerkbar machen. Von 1927 bis 1998 waren die Gleise 1, 3 und 6 mit hölzernen Bahnsteigüberdachungen ausgestattet, die der Station ein besonderes Ambiente verliehen. Nachdem ein Statikgutachten ihnen akute Einsturzgefahr bescheinigt hatte, schlug von jetzt auf gleich ihr letztes Stündlein. Die betroffenen Gleise wurden sofort gesperrt, die Maschener Bahnfeuerwehr rückte an und ließ die Motorsägen kreischen. Mit Ausnahme der durch Gleis 7 in Richtung Bremen fahrenden Fernzüge rollte der gesamte haltende Verkehr über Maschen und Gleis 11. Zur Bedienung von Hittfeld und Klecken pendelte ein Zweiwagenzug zwischen Harburg und Buchholz, der in Gleis 1 zwischen Ausfahrsignal und Bahnsteigdach passte. Nach 2 Tagen war der Spuk vorbei. Die Ausstattung des Mittelbahnsteigs präsentierte sich jahrelang als Provisorium. Erst mit der 2006 abgeschlossenen Modernisierung im Rahmen des Projekts Niedersachsen ist am Zug wurden diese Missstände beseitigt. Beim Stichwort Missstände muss ich eine Sache anprangern, die mich als kritischen Geist stört. Ich habe ja bereits das Gleis 7 erwähnt, dessen Bahnsteig seit 1994 außer Betrieb ist, jedoch niemals beseitigt wurde. Seit dem Rückbau der Gleise 10 aufwärts ist er ebenerdig aus der Innenstadt erreichbar. Hinzu kommt, dass Gleis 7 als durchgehendes Hauptgleis Hamburg-Bremen mit voller Geschwindigkeit von hier 120 km/h befahrbar ist. Dennoch müssen alle haltenden Züge dieser Richtung vor Buchholz auf 60 abbremsen und entsprechend langsam nach Gleis 6 dödeln. Bei den Taktzügen der RB 41 geht das sogar in Ordnung, weil diese ihre Fahrt gen Bremen ohnehin im Mittelgleis in Verlängerung des Gleises 6 fortsetzen, da sie zwischen Buchholz und Tostedt fliegend vom Intercity überholt werden. Der RE4 hingegen könnte problemlos das Gleis 7 nutzen, zumal er nach dem Halt in Sechse sowieso zurück ins Außengleis wechselt. Also, Bahn und Stadt Buchholz, bitte dringend den Bahnsteig erneuern und reaktivieren. Das kann ja wohl nicht angehen, dass die Reisenden ohne Not die Treppen hoch und runter gejagt oder in den unzuverlässigen Aufzug gezwungen werden. Wo ich gerade Mittel- und Außengleis erwähnte, im dreigleisigen Abschnitt Richtung Rothenburg fahren die schnellen Züge grundsätzlich in den Außengleisen, die langsamen verkrümeln sich im Fall einer erforderlichen Überholung in die Mitte. Weil es gemäß Definition keine dreigleisigen Strecken gibt, bilden die Außengleise eine zweigleisige und das Mittelgleis eine eingleisige. Auch hier ist das Umleiten unter erleichterten Bedingungen erlaubt, sodass flexibel Betrieb gemacht werden kann. Der Wechsel zwischen Mitte und Außen ist ebenso wie die Fahrt von und nach Maschen bei Nutzung entsprechender Fahrstraßen mit Tempo 100 möglich. Ein kurzes Wort zum Vorbahnhof. Von ehemals 12 haben zumindest 3 Gleise überlebt, die in erster Linie der Zwischenabstellung bzw. dem Puffern von Güterzügen dienen. Auf ein paar Besonderheiten abseits der Gleise sei noch hingewiesen. Buchholz hatte mal ein Bahnbetriebswerk, in dem zunächst Dampfloks, später auch Schienenbusse beheimatet waren. Überbleibsel jener Zeit sind die Triebwagenhalle und der 1918 errichtete Lokschuppen, der nach seiner Außerdienststellung jahrzehntelang anderweitig genutzt wurde und zuletzt verfiel. Inzwischen läuft seine Sanierung. Hier entsteht das Wohnprojekt Lokpark. Auch für die angestaubte Bahnhofstraße hat die Stadt Buchholz große Pläne. Im Zwickel der Gleise nach Hamburg und Maschen soll das nach der französischen Partnergemeinde benannte Canteleu-Quartier entstehen.
Der ursprünglich angedachte Mix aus Wohnen, Einzelhandel, Gastronomie, Büros und Praxen ist mittlerweile auf reine Wohnbebauung in Klotzbauweise eingedampft worden und so richtig voran geht es damit auch nicht. Momentan dominiert vor allem auf der südlichen Straßenseite der Leerstand. Erwähnt sei auch das ehemalige Imprägnierwerk Rüttgers, an das die parallel zu den Gleisen verlaufende Rüttgersstraße erinnert. Nach Stilllegung dieser Schwellentränke 1986 findet sich hier bis heute in bester Lage eine 16 Hektar umfassende Industriebrache. Nach der Altlastensanierung sollen auch auf diesem städtebaulichen Filetstück Wohnungen entstehen. Von 1962 bis 1984 existierte in Buchholz die Bundesbahnschule zur Weiterbildung von Eisenbahnern des nicht-technischen Dienstes. Nach der Schließung zog die Zivildienstschule in die Räumlichkeiten ein. Ich hatte die Ehre, dort in den 90er Jahren geschult zu werden, wobei vom Klopapierrollenhalter über die Wandgestaltung in der Kantine bis zum Bildschirmschoner des Schulleiters noch immer alles sehr bundesbahnig daherkam. 2008 endete die Geschichte der Zivildienstschule. Die Gebäude wurden 2015 abgerissen. Tja, Leute. Das ist Buchholz in der Nordheide. Schauen wir uns noch ein wenig in der Umgebung um und gönnen den Nachbarbetriebsstellen einen Streifblick. In Richtung Hamburg sind dies die Haltepunkte Klecken und Hittfeld, die bis 2004 vollwertige Bahnhöfe waren. Die nächsten Weichen liegen seit der Streckensanierung rund 20 Kilometer entfernt in Harburg. Auf der Maschener Schiene stoßen wir nach 8 Kilometern auf die von Buchholz ferngesteuerte Überleitstelle Jesteburg. Nach Inbetriebnahme der Neubaustrecke zum Rangierbahnhof zweigte hier bis 1997 die Lüneburger Nebenbahn ab, deren Kreuzungsbahnhof Marxen ebenfalls am dortigen Stellwerk hing. Ferner lagen zwischen Buchholz und der damaligen Abzweigstelle bis zur Einstellung des Personenverkehrs die Haltepunkte Rheindorf und Jesteburg. Auf der Hauptstrecke in Richtung Bremen folgt nach 5 Kilometern der Haltepunkt Sprötze, der bis zum dreigleisigen Ausbau 1983 ein Bahnhof war. Hier beginnt der mit 200 km/h befahrbare Abschnitt der Rollbahn. Nächste Betriebsstelle mit vielfältigen Gleiswechselmöglichkeiten ist Torstedt. Nachbarbahnhof auf der Heidebahn ist Handelow, trotz Streckenausbau nach wie vor mit mechanischem Stellwerk. Zwischen Buchholz und Handelow liegen noch die Haltepunkte Surhob, Holmseppensen und Büsenbachtal. Damit wäre der Bahnhof Buchholz quasi erschlagen. Das Ende dieses Films soll einen Blick in die Zukunft bilden, denn es stehen Veränderungen an. Im Dezember 2021 wird sich der Erix von der Heidebahn verabschieden. Es übernimmt die Regionalverkehre Start Deutschland. Ein hundertprozentiger Ableger der DB Regio. Der Vertrag läuft bis 2029. Fahrzeugeinsatz und Fahrzeiten bleiben zunächst unverändert. Wieso zunächst? Die Züge der Heidebahn pendeln momentan zwischen Hannover und Buchholz und sind am Wochenende bis Harburg durchgebunden. Ab voraussichtlich 2027 sollen sie täglich über Buchholz hinausfahren und neue Haltepunkte in Jesteburg und Ramelsloh bedienen. Voraussetzung hierfür ist die zeitgerechte Fertigstellung eines Überwerfungsbauwerks im Raum Meckelfeld. Man darf gespannt sein, ob's fristgemäß klappt. Jo, und das war's für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.